Hallo zusammen, wir sind heute hier auf dem HSMA E-Day in Berlin und bei mir ist Markus Mosen. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Markus Mosen ist im Aufsichtsrat von N26 und ehemaliger CEO von Congardis. Markus, du warst hier heute als Speaker und hast einen Vortrag gehalten über Digital Payments. Was würdest du sagen für all diejenigen, die nicht bei uns sein konnten? Was sind die drei zentralen Kernaussagen des Vortrags? Gut, die Überschrift war ja Digital Payments immer in Bewegung. Mhm. Das heißt, dass in unserer Branche immer sehr viel los ist. Wenn man da so von außen vielleicht manchmal wahrnimmt, kriegt man das nicht alles so mit. Das habe ich versucht in dem Vortrag rüberzubringen. Wir erleben gerade sehr viele Veränderungen. Corona, also Covid-19, hat natürlich auch nochmal so einen Push gegeben, dass viele Leute jetzt lieber mit der Karte oder auch mit dem Smartphone bezahlen, also nicht mehr mit dem Bargeld. Also wir sehen sehr stark ein Wachstum von bargeldlosen Zahlungen, auch am Point of Sale. E-Commerce hat zugenommen und das Thema Mobile Payment hat in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren auch viel mehr öffentliche Beachtung gefunden, schon alleine wegen Apple Pay. Also das hat wirklich, denke ich, das Thema Mobile Payment auch zum Durchbruch verholfen. Wenn wir vom Thema Mobile Payment sprechen, sprechen wir gleichzeitig von Digitalisierung. Es gibt keine Branche, die sich davon nicht beeinflusst sieht. Wo sind die größten Faktoren in der Bankenwelt, wo Digitalisierung greift? Wo liegen die Herausforderungen, wenn wir auch an traditionelle Banken schauen? Gut, die traditionellen Banken sind natürlich, wie das Wort schon sagt, von der Tradition her sehr stark auf analoge Prozesse oder auch analoge Wege in der Kommunikation mit dem Kunden ausgerichtet. Wir lesen gerade auch sehr viel über Filialsterben, also dass Banken oder Sparkassen ihre Filialen auch jetzt nach Corona oder in Corona gar nicht mehr aufmachen. Und man sieht, dass hier auch wirklich ein Umbruch stattfindet im Banking. Das Thema Online-Banking hat deutlich zugenommen, auch in den letzten Monaten. Also das kann man auch beobachten. Und auch hier, denke ich, wird das Thema Mobile eine viel zentralere Rolle spielen. Also das Smartphone, also Banking im Retail-Banking über das Smartphone wird der neue Standard werden. Das ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Gut, also meine Generation wird da vielleicht weniger affin sein. Ich bin es natürlich aufgrund dessen, was ich so treibe und mache. Aber die junge Generation, und das sind ja auch die Zielgruppen, die die Neobanken, wie es so schön heißt, auch ansprechen, also N26 natürlich auch als, denke ich mal, sehr bekanntes deutsches Unternehmen, die genau diese Erwartungshaltung, dass ich auch Banking über das Smartphone machen kann, so wie ich viele andere Sachen auch heute über das Smartphone mache, die das umsetzt. Und da, denke ich mal, werden traditionelle Banken noch sehr stark durch einen Veränderungsprozess laufen müssen, um da vielleicht hinzukommen. Und wenn ich mich nicht täusche, wenn man global schaut, sind digitale und mobile Payment-Methoden bereits gut angenommen und der deutsche Markt verhält sich da anders. Ist das so? Und wenn ja, woran liegt das? Das ist so. Die Deutschen zahlen ja angeblich bekanntlich sehr gerne mit Bargeld oder haben eine hohe Bargeldaffinität. Das Thema Mobile Payment war vor 2-3 Jahren noch kein Thema im deutschen Markt. Ich selbst habe mich eigentlich in den letzten 20 Jahren immer wieder mal mit diesem Thema Mobile Payment beschäftigt. Also wenn man vor 2-3 Jahren noch mit Kollegen in der Payment-Branche sich unterhalten hat, hätten die gesagt, Mobile Payment, wofür brauche ich das? Mhm. Ich war schon damals der Meinung, dass das nicht unbedingt sehr weitsichtig ist. Und dann ist ja 2018 Apple Pay auch in Deutschland gestartet und auf einmal war das überall in den Zeitungen, in den Medien zu lesen. Einige Banken haben das dann noch unterstützt, also ein paar wenige Banken. Natürlich waren die Smartphone-Banken, also wie N26, auch mit dabei, direkt von Anfang an. Einige Banken haben erst gesagt, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und in den letzten 2 Jahren, denke ich, haben sehr viele Kunden dann dieser Bank gesagt, also warum kann ich das nicht hier machen? Und vor kurzem haben ja dann die Sparkassen auch ein Einsehen gehabt und haben das Thema Apple Pay eingeführt.
Aber natürlich geht das Thema Mobile Payment über das Thema rein bezahlen am POS auch hinaus. Also man muss schon eine integrierte Lösung haben, wo sowohl der POS als auch der E-Commerce als auch der M-Commerce unterstützt wird. Und das sind natürlich schon die großen Payment-Plattformen, wie jetzt Apple Pay oder Google Pay, die das unterstützen. Dahinter liegt in der Regel eine Mastercard oder eine Visa Debit Card. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die eher noch national aufgestellten Karten-Schemes. Ich denke, hier werden wir auch noch viel Veränderungen in den nächsten Jahren sehen. Sehr gut. Und abschließend, wir sind hier auf einer Veranstaltung für Hoteliers und die Hotellerie. Wenn du drei Tipps geben könntest einem mittelständischen Hotelier, der sich dem Thema Payment annehmen möchte, wo fängt man da am besten an? So wie ich das erlebt habe, auch in den letzten Jahren, also in meiner Concardis-Rolle hatte ich natürlich auch viel mit Hotelbranchen oder mit Hotelanbietern zu tun, weil das schon ein Kernsegment auch von der Concardis ist. Das ganze Thema E-Commerce, denke ich mal, ist eine große Rolle, also dass man eigene Webseiten hat, über die man auch letztendlich die Buchung von Hotelzimmern machen kann. Ich glaube, dass da viele mittelständische Hotels bisher noch nicht so weit waren. Mhm. Und damit geht natürlich dann einher auch das Thema, das auch über das Smartphone zu machen. Also wenn ich jetzt als Business Traveler unterwegs bin, was habe ich immer dabei? Das Smartphone, da habe ich meine ganzen Termine drin. Also dass ich da auch natürlich meine ganzen Travel-Themen inklusive Hotel etc. managen will, ist ganz klar. Und darauf, glaube ich, muss man gehen. Und das fängt bei Hotels bei der Reservierung an. Das wird dann in den Check-in-Prozess gehen, also wenn ich im Hotel bin. Da gibt es ja auch schon Anbieter, die das über das Smartphone machen. Dass das Bezahlen natürlich im Hintergrund dann auch darüber stattfindet, ist klar. Und ich denke auch hier, leider Gottes, in Anführungszeichen, dank Corona, wird es Innovation geben, dass man viele Services auch in dem Umfeld eines Hotels dann über das Smartphone buchen kann und abwickeln kann. Absolut, das sind tatsächlich die positiven Seiten, wenn man es so sehen möchte. Ja. Spannende Aussicht. Ich freue mich sehr, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ich wünsche noch einen interessanten Tag hier auf dem Hasenmarkt. Danke.